ist in diesen Zeiten nicht leicht, Muslimin zu sein. Ich kenne den Generalverdacht gegen Muslime aus eigener Erfahrung. Hassprediger und Extremisten beherrschen das Medienbild. Im Zentrum des Misstrauens die Imame. Nun liegt eine alte Forderung wieder auf dem Tisch. Imame sollen unsere Sprache sprechen und mit den Methoden der westlichen Theologie vertraut sein. Welcher Weg führt dahin? Sollen Schweizer Universitäten islamische Studien anbieten? Ich bin unterwegs zu einer alteingesessenen bosnischen Gemeinde im Herzen der Schweiz, in Emmenbrücke. Assalamu alaikum. Die Bosnier haben ein ehemaliges Kino umgebaut. Hinter der unscheinbaren Fassade ist eine schmucke Moschee verborgen. Freitagmittag, Zeit fürs Gemeinschaftsgebet. Ich bin praktizierende Muslimin, aber in die Moschee gehe ich selten. Hier sitze ich auf der Frauenempore, doch die ist mit lauter Männern besetzt. Frauen sind in dieser Moschee dennoch aktiv. In der Bibliothek finde ich Frau Saric. Zelta Saric, die sind mit 8 in die Schweiz gekommen, stammen ursprünglich aus Bosnien. Jetzt haben sie auch eine Funktion da in dieser Moschee. Was machen die genau da? Ich bin als Religionslehrerin tätig. Das heisst, ich unterrichte von 3 Gruppen, die wir hier haben. Die jüngste Gruppe, das sind Kindergartenalter und 1. Klasse ungefähr. Wir treffen uns heute an einem Freitag. Gehen Sie regelmässig zum Freitagsgebet? Nein, eigentlich gar nicht. Bosnische Frauen traditionell gehen nicht so viel ins Freitagsgebet. Aber sie könnten, wenn sie möchten? Ja, das ist nicht Verbot. Es ist einfach nicht Pflicht für Frauen. Und darum haben wir halt ein bisschen da ein Platz, dass man sagen kann, nein, wir können nicht. Oder, ja. Der Imam ist der geistliche Führer der Gemeinschaft. Was hat er für Aufgaben? Er ist nicht nur der Vorbeter. Der Imam ist eigentlich eine Person, die uns alle betreut. Das heisst, der ganze Jamaat, die ganze Gemeinschaft, Seelensorge, alles. Man geht erst zum Imam und dann zum Psychiater, sozusagen. Jasim Mehmedovic ist hauptamtlicher Imam der Gemeinde. Ich bin mir nicht sicher, ob alle die Predigt auf Bosnisch verstehen. Koranrezitationen und Gebet erfolgen immer auf Arabisch. Egal wo auf der Welt Muslime zusammen beten. Ich finde, das verbindet und schafft Identität. Allah. Imam Mehmedovic, wir sind gerade zurück vom Freitagsgebet. Sie haben die Predigt auf Bosnisch gehalten. Ich habe nichts verstanden. Worum ist es gegangen in der Predigt? Heutige Thema ist tägliche Gebet, das auf Arabisch heißt Namaz. Ich predige sehr oft über dieses Gebet. Das ist sehr wichtig für uns Muslime im Alltag. Seit wie vielen Jahren sind Sie hier in Luzern als Imam angestellt? Während Krieg in Bosnien. Wir sind mit Familie in der Schweiz gegangen, 1993. Ja. Herr Efendic, erinnern Sie sich, wie Sie überhaupt Ihren Imam damals gefunden haben? Wie sind Sie vorgekommen? Ja, das ist ein Zufall gewesen. Eine sehr interessante Geschichte. Wenn wir gründen unseren Verein 1990, wir waren in Stadt Luzern, dann 2 Jahre, ich habe einen Imam aus hier in der Schweiz engagiert und dann nicht unbedingt brauchen einen aktiven Imam, wo hat eine gute Ausbildung und ich habe ihn getroffen in Zagreb. Das heißt, er hat jetzt eine feste Anstellung? Jetzt eine feste Anstellung. Er hat 23 Jahre bei uns arbeiten. Und bis jetzt, wir sind zufrieden auch. Ich zeige Ihnen, wir haben in Bern damals
die Geschichten, das ist die erste Gesuch für Imam hier. Da wir haben 3 Jahre warten, bis kommt ein Entscheid für Bewilligung für die Imamen. Also das war eine Bewilligung, die Sie vom Bund erhalten mussten? Vom Bund, ja. Dann ist es sehr richtig, wenn jedes Imam registriert hier, wer kommt, was machen, das nicht nachher Schwarzarbeit und so. Nicht nur der Imam, sondern auch das übrige Personal, Restaurant und Betrieb muss der Moscheeverein durch Spenden finanzieren. Wir müssen ausgeben 30.000 Franken. Wir müssen das Geld sammeln, freiwillig. Das ist eine große Aufgabe. Ich weiß nicht, wie das machen weiter. Oder, aber wir schauen, was passiert. Wir müssen die jungen Leute motivieren und so. Aber probieren wir. Deutsch als Predigt- und Unterrichtssprache finden nicht alle gleich wichtig. Die ältere Generation fürchtet den Verlust der heimatlichen Kultur. Die Jüngeren hingegen sehen das anders. Bosnisch ist eure Muttersprache. Die haben die Predigt verstanden. Ich frage mich, wie sieht das vielleicht bei der nächsten Generation aus? Dass es auf Bosnisch immer noch predigt wird, ist ein kleines Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind ausgebildete Imame, die von Bosnien meist oder von Kosovo, Mazedonien, wo auch immer, die in die Schweiz kommen. Und die sind tagtäglich mit den Landsleuten zusammen. Und das Deutsch wäre eigentlich an unserer Agenda schon das Vorderste. Wir wollen das, weil wir haben in unserer Moschee vor allem am Freitagsgebet etwa, schätze so 30% Leute, die nicht Bosnisch verstehen. Ob das jetzt zum Beispiel von Arabien oder von Kosovo, Albanisch reden etc. Und das ist für uns erwünscht. Also das wäre das Thema, dass unser Imam Deutsch mindestens übersetzt, dass die Leute, die hier kommen, das ja auch richtig übersetzt. Ganz genau. Mhm. Längt das oder gibt es nicht auch die Vorstellung, dass ein Imam seine Ausbildung eigentlich gerade schon da sollte können machen? Das wäre sensationell. Also, da würden wir natürlich begrüßen, weil wenn jemand zum Beispiel predigt, dann ist am besten eine Predigt von dieser Zivilisation, dieser Menschengruppe, wo er auch selber wächst. Das heisst, wenn ein Imam hier daheim ist, dann versteht er natürlich sie ist ja mal besser. Das ist das Beste, was uns könnte passieren in der Zukunft oder in der näheren Zukunft, ist, dass die Imame zum Beispiel hier in der Schweiz können oder werden ausgebildet. Ja. Muslime, die islamische Theologie studieren wollen, müssen dazu heute ins Ausland gehen. Als ich studierte, gab es in der Schweiz kein solches Studienfach. Das ändert sich jetzt. Freiburg im Üechtland. Hier in dieser traditionsreichen katholischen Stadt soll es einen Ort geben, wo Muslime in Zukunft über ihre Theologie nachdenken und forschen können. An der Universität entsteht gerade ein Zentrum für Islam und Gesellschaft. Angesagt ist eine Lehrveranstaltung über muslimische und christliche Ethik im Vergleich. Alaqa heißt eigentlich Liebe zu Gott. Und dann würden die hieraus ableiten, dass der Mensch in Beziehung zu Gott, mit Liebe in Beziehung zu Gott steht. Und das würden Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus sagen. Es ist erst die zweite Vorlesung des Semesters. Vielleicht 1000-mal, 10.000-mal den Namen Gottes. Vielleicht vorsichtig sind wir mit den Parallelen, aber sie liegen schon irgendwie ein Stück weit auf der Hand. Heute werden die ethischen Grundlagen in Koran und Bibel vermittelt. Das Interesse am Koran ist groß. Dozenten sind die beiden Leiter des neuen Zentrums. Serdar Kurnas ist islamischer Theologe. Sein Kollege Hans-Jörg Schmid ist christlicher Theologe und Sozialethiker. Sie müssen sich das vorstellen, im Arabischen, wenn Sie hier zum Beispiel dieses Fitra haben, oder ich schreibe mal Ya Lamun. Also man kann das unterschiedlich vokalisieren und unterschiedlich lesen. Und zwar kann man das Wort entweder Fa'ala lesen oder Fa'ala lesen. Um diese Pluralität beizubehalten, hat er die Schrift ausgewählt, die diese Pluralität stückweit wiedergibt. Herr Schmid, wir kommen jetzt gerade aus der Vorlesung. Mein Eindruck war, es waren jetzt nicht viele Muslime anwesend. Ja, richtig, es waren 2 Muslime anwesend. Diese Vorlesungen, die Veranstaltungen, die wir im Moment anbieten, sind ein offenes Angebot. Also es gibt noch keinen eigenen Studiengang, sondern es sind Teilnehmer jetzt aus der theologischen, aus der philosophischen Fakultät, die einfach auch mal ihre Kenntnis jetzt in Bezug auf Islam und Dialog vertiefen möchten. Haben sich auch schon Imame angemeldet? Also vielleicht nur noch mal, um das auch klarzustellen, es gibt ganz verschiedene Zielgruppen in der Weiterbildung.
Natürlich sind die Imame auch eine Zielgruppe, aber auch wenn man auf muslimische Gemeinden blickt, gibt es Leiterinnen von Frauengruppen, Vereinsvorstände, Jugendleiter und so weiter. Also wir wollen da den Blick ein bisschen weiten, der sich oftmals sehr auf die Imame verengt. Was jetzt die Imame selbst auch betrifft, ist die Situation so, dass sie vor ganz, ganz hohen Erwartungen und Anforderungen stehen. Sie haben das Bedürfnis, auch über diese Rolle nachzudenken und sich zu stärken. Und dann gibt es natürlich das Interesse, sich in Einzelthemen wie Jugendarbeit oder auch Prävention gegen Radikalisierung und vielem anderem auch nochmal vertieft zu qualifizieren. Herr Kurnaz, was bedeutet es, hier Islam im wissenschaftlichen Kontext zu studieren? Es ist ein wichtiger Schritt, um zu zeigen, dass die Schweiz eine plurale Gesellschaft ist, weil den Muslimen auch die Möglichkeit gegeben wird, auf eine Plattform zu errichten, wo sie über den eigenen Glauben nach wissenschaftlichen Kriterien reflektieren können, hinterfragen können und sich überhaupt fragen können, was mache ich, was glaube ich, wieso glaube ich das und wohin gehe ich? Und wenn sich Muslime die Frage stellen können und Lösungen anbieten können, entsteht auch ein Dialog, der nicht nur auf Vorurteilen besteht, sondern auf fundiertem Wissen. Von Beginn weg blies dem neuen Zentrum ein rauer Wind entgegen. Islam an Schweizer Universitäten ist ein Reizthema. In Freiburg hat die SVP eine kantonale Initiative gegen die Eröffnung lanciert. Ihr Wortführer Emanuel Weber findet es falsch, den Islam an der Hochschule mit einem eigenen Zentrum zu privilegieren. Herr Weber, was sind eure konkreten Bedenken? Wir sind gegen das Zentrum, wie wir, keinen Bedarf gesehen, für einen Islam ein spezielles Zentrum zu gründen, für die Islamausbildung anzubieten, weil wir haben innerhalb der Universität bestehende Strukturen, innerhalb der theologischen, aber auch innerhalb der juristischen Fakultät Möglichkeiten, die Islamausbildung anzubinden und somit auch eine bessere Einbettung von der Ausbildung mit anderen Religionen zusammen können anzubieten. Imame in der Schweiz haben ihre Ausbildung oftmals im Ausland gemacht, in der Türkei, in Saudi-Arabien, in anderen Ländern. Finden Sie das richtig? Gut, da muss ich sagen, dass die Universität klar sagt und der Staatsrat auch, dass die Imamausbildung hier nicht angeboten wird. Das ist auch richtig so. Ich bin aber lang genug in der Politik und habe die Erfahrung, dass nach Salamitaktik das vielleicht in einem zweiten Schritt könnte stattfinden. Was ist das genau für eine Initiative, die Sie lanciert haben? Das Ziel der Initiative ist, gegen eine staatlich finanzierte Ausbildung vom Islam an der Universität und andererseits auch, dass auch keine Imamausbildung an der Universität stattfindet. Die Initiative hat wenig Chancen, zur Abstimmung zu kommen. Ihr wird vorgeworfen, diskriminierend zu sein und gegen die Hochschulautonomie zu verstoßen. Doch die Universität nimmt die Bedenken ernst. Ja, ich denke mal, es ist ganz normal, wenn etwas Neues da ist, dass das Fragen hervorruft. Und ja, das Thema Islam auch weltweit ist ein Thema, was die Menschen sehr beschäftigt und was mit Ängsten verbunden ist. Aber ich denke, wir können hier zeigen, dass hier eine Diskussion gestartet wurde, die vielfältig ist, die interdisziplinär ist. Wir sind ein interfakultäres Zentrum hier, etwas, was öffentlich ist, da kann man hingehen, da braucht man keine Angst davor zu haben. Und ich denke, das ist auf jeden Fall die bessere Alternative, als solche Diskussionen in ganz geschlossenen Räumen auch zu führen oder sie nur ins Ausland zu verlagern. Unter den Muslimen in der Schweiz dominieren Gemeinden aus dem Balkan und der Türkei. Die meisten sind Sunniten. Schiitische Moscheen gibt es nur wenige. Assalamu alaikum. Natalia Darwish hat vor 8 Jahren zum Islam konvertiert. Ihr Mann stammt aus dem Libanon. Er sieht so aus. Er ist aus Erde, aus Ton eigentlich. Das ist nicht der eigentliche Stein. Und zum Beten lege ich mir den am Boden. Und wenn wir uns dann niederwerfen, gehen wir mit der Stirn nicht direkt auf den Teppich, sondern auf den Stein. Das machen wir ja zweimal. Mhm. Ja. Und das ist der einzige Unterschied? Oder gibt es noch andere Unterschiede? Ja, nur, dass wir die Schiiten so beten und zum Mitte so. Die Schiiten bilden innerhalb des Islam Minderheit. Sie sind also Minderheit in der Minderheit unter den Muslimen hier in der Schweiz. Wie gross ist Ihre Gemeinde?
Hier in der Gegend Luzern? Ja. Also sie ist sehr klein. Also es ist sogar nicht nur Luzern, sondern wirklich zentral Schweizer Kantone. Wir haben Schieden aus Luzern, Obwalden, Nidwalden, Uri, Schweiz, die da sind. Und vielleicht 20 bis 30 Familien. Oder weniger oder mehr, ich weiß es nicht. Ich kann nicht erzählen. Wenn ein Viertig ist, wie viele Leute kommen denn da zu mir? Also jetzt im Ramadan ist es voll. Da sind wir vielleicht zwischen 80 und 100 Leute. Und wer leitet jetzt da die Gemeinde und das Gebet? Also wir haben keinen fixen Imam bei uns in dieser Moschee oder in diesem Gebetsraum. Es ist eigentlich keine eigentliche Moschee. Wir haben von Zeit zu Zeit, im Ramadan vor allem, und wenn es Gelegenheiten gibt, jemanden, der kommt aus dem Libanon. Also nur zu den bestimmten wichtigen Gelegenheiten. Ja, und eben, wenn sich die Gelegenheit ergibt, also auch während dem Jahr, und dann ist er ein paar Tage da, oder im Ramadan natürlich 2-3 Wochen, oder solange es möglich ist, oder noch länger, wo dann unsere Gemeinde leitet. Aber jemanden fix haben wir nicht. An der Uni Freiburg gibt es jetzt das Zentrum für Islam und Gesellschaft. Wie sehen Sie die Bestrebungen, dort islamische Theologen auszubilden? Also grundsätzlich denke ich, ist es gut, wenn in der Schweiz Imam ausgebildet werden. Aber ich glaube, das müsste man ganz gut überdenken und gut aufgleisen. Also das heisst, es fällt so mal an, wer sind überhaupt die Dozenten, die die Imam ausbilden? Was haben die für eine Ausbildung? Und was für eine Doktrin geben die über? Oder was für einen Islam vertreten die? Das wäre ganz wichtig. Und meine persönliche Meinung ist, dass das vielleicht wenn noch zu früh ist, sondern dass das etwas für die nächste Generation ist. Sie befürchtet, dass das eigene schiitische Islamverständnis zu kurz kommt. Bedenken, die ich auch in anderen Gemeinden gespürt habe. Was für eine Art von Islam lehren Sie hier? Also ich möchte betonen, dass es nicht nur eine Art Islam hier gelehrt wird, sondern wir versuchen, also zumindest mein Anspruch ist es, zu zeigen, dass es unterschiedliche Verständnisse, unterschiedliche Ansätze innerhalb der islamischen Tradition selbst es gibt. Dabei ist wichtig, dieser Traditionsbezug für mich selbst, das ist aus einer zu zeigen, dass es aus einer gewissen Tradition kommt und auch möglicherweise ein Aktualisierungspotenzial hinzuweisen, zu sagen, das war bisher zwar der Fall, aber es gibt auch Möglichkeiten, es heute anders zu machen. Und wie berücksichtigen Sie jetzt unterschiedliche islamische Denkrichtungen, Traditionen, die historisch begründet sind, also schiitischen Islam, sunnitischen Islam in verschiedener Ausprägung? Ich sehe sie alle als gleichberechtigt. Ich trenne nicht zwischen richtigem oder falschem Islam, sondern ich würde zeigen, zum Beispiel zu einer gewissen Frage würde ich dann sagen, in der sunnitischen Tradition gibt es dazu 4, 5 Ansätze, in der schiitischen Tradition vielleicht genauso viel oder wenige, dass ich dann versuche, so gut es geht darzustellen, wie man auf diese Lösung gekommen ist oder wie man auf diese Gedanken gekommen ist. Und dann überlasse ich die Entscheidung den Studierenden natürlich. Heißt das, Sie verstehen das Angebot auch zur Glaubensvertiefung der Muslime, die hier studieren? Oder eigentlich zu einer distanzierteren Sicht auf die eigene Religion? Weder noch. Das ist, glaube ich, eine persönliche Sache, die jeder selbst entscheiden muss. Das wird ein Ort sein, wenn Sie die islamisch-theologischen Studien etabliert sind, wo man das Handwerkzeug dafür erlernt, zu hinterfragen, was tue ich und was mache ich. Ob jemand das dafür nutzt, den Glauben zu vertiefen oder sich noch stärker davon zu distanzieren, das ist etwas, was die Wissenschaft nicht steuern sollte, meiner Meinung nach. Im Dreispitzareal in Basel steht das größte türkische Gebetshaus der Schweiz. Es wird vom türkischen Staat mitfinanziert. An Freitagen treffen sich hier bis zu 400 Musliminnen und Muslime. Vor dem Gebet sitzen die Männer in der Moscheekantine zusammen. İradesi yerine geleni Tanrı kabul edenin diğeri Tanrı olamaz. Diyeceksiniz ki Imam Murat Selvi ist von der staatlich-türkischen Religionsbehörde Diyanet angestellt und bezieht von dort auch seinen Lohn. So wie derzeit 36 weitere türkische Imame in verschiedenen Moscheen der Schweiz. Der Frauenraum liegt abgetrennt neben dem Gebetsraum für Männer.
Kurz vor dem Freitagsgebet sind die Musliminnen ins Arabischstudium vertieft. Ich bin gespannt auf die angekündigte Predigt auf Deutsch. In dem am Anfang der Freitagspredigt rezitiert ein Vers, gebietet Allah, gewiss werden am jenseitigen Tag ihre Zungen, ihre Hände und ihre Füße gegen ein Lautsprecher überträgt die Worte des Imams. Ablegen, was sie zu tun pflegten. Allahu Akbar. Semi Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Zum Gespräch nach dem Gebet bleiben wir in der Moschee. Ich behalte mein Kopftuch an. Ferhan Cirit, ihr arbeitet für Diyanet, die türkische Religionsbehörde. Was muss ein Imam können, damit er hier in der Schweiz praktizieren kann? Also die Schweiz hat ihre Auflagen und Diyanet selber hat natürlich auch ihre Auflagen, bevor sie Imam entsenden. In der Türkei ist es so, dass er natürlich ein Theologiestudium muss abgeschlossen haben muss. Dass er mindestens 8 Jahre Berufserfahrung mit sich bringt. Und diejenigen, die auserwählt werden, müssen dann einen Sprachkurs besuchen und ein Seminar, ein 15-tägiges Seminar, das sie dann auf die Auslandsstelle vorbereitet. Eigentlich. Und was stellt die Schweiz für Bedingungen? Die Schweiz hat in den Weisungen für das Ausländergesetz festgelegt, dass sie mindestens ein B1-Sprachzertifikat mit sich bringen müssen. Falls das nicht der Fall ist bei der Einreise, dann müssen sie eine Integrationsvereinbarung abschließen, indem das festgehalten wird, aber dass sie innerhalb einem Jahr das Sprachzertifikat B1 vorbringen. Trifft das jetzt im Fall von dieser Moschee zu? Also der Herr Selvi hat ein Sprachzertifikat vom Niveau B2, aber er hat es vor 5 Jahren erworben. Das heisst, seine Deutschkenntnisse haben natürlich durch das, dass er es nicht alltäglich braucht, haben ein bisschen nachgelassen. Aber er wird jetzt den nächsten Kurs besuchen, einen Deutschkurs besuchen, um das wieder aufzufrischen. Ist das nicht auch problematisch, wenn Imame sozusagen fremdfinanziert werden von einer ausländischen Behörde? Von uns aus gesehen nicht, nein. Wieso sollte das problematisch sein? Weil die meisten Vereine können sich finanziell auch nicht leisten, Imam zu zahlen. Jetzt gibt es ja neu an der Uni Freiburg das Zentrum für Islam und Gesellschaft. Wie steht Diyanet, die türkische Religionsbehörde, zu diesem Projekt? Es ist eigentlich dem sehr positiv gegenübergestellt. Wir freuen uns natürlich, wenn man islamisch-theologische Studien aus einer innerislamischen Perspektive darstellen kann. Aber das Doktoratsprogramm, das jetzt eben angeboten wird, bietet natürlich keine Alternative für eine Imam-Ausbildung in diesem Sinn. Aber ist es denkbar, dass die Imame, von denen jetzt redet, ist, dass man die auch in die Weiterbildung schickt? Ja, das wäre sicher eine Möglichkeit. Heißt das, wenn es hier ein Theologiestudium würde geben, würden die türkischen Jugendlichen nicht mehr in die Türkei durch das theologische Wissen holen? Ja, das ist so. Genau. Wenn es das hier würde geben, müsste man natürlich nicht auf das zurückgreifen. Beziehungsweise wären wir ja auch nicht mehr auf die Imame vom Ausland angewiesen. Aber im Moment ist das einfach der Fall und es wird auch noch ein Zeitchen so sein. Dass Länder wie die Türkei oder Saudi-Arabien hiesige Moscheen mitfinanzieren, ist heikel. Mit fast 9% ist Basel die Stadt mit dem höchsten Anteil an Muslimen in der Schweiz. Viele von ihnen leben in Kleinbasel. Die Stadtregierung bemüht sich intensiv um das Zusammenleben. Es gibt einen runden Tisch der Religionen und sogar eine Koordinatorin für Religionsfragen. Wir sind ganz klar eine multireligiöse Einwanderungsgesellschaft, wenn ich das so auf den Punkt bringen kann. Und es ist ein staatliches Anliegen, integrativ zu wirken. Wir können nicht einerseits von links bis rechts sagen, weg von der Hinterhofmoschee, wir wollen gemässig die Muslime unterstützen und so weiter. Und jeder Schritt
für mehr Qualität, für mehr Ausbildung, für bessere Strukturen, tut man wieder bremsen. Also da bin ich ganz klar der Meinung, dass wir sehr wohl einen ganz starken Bedarf haben an mehr Integrationsleistungen und dass wir von staatlicher Seite her unseren Beitrag leisten müssen. Ist es richtig und nötig, dass der Staat Glaubensgemeinschaften kontrolliert? Das ist just ein Widerspruch, den wir im Moment sehr klar spüren. Wir sind genau in dieser Phase mit den ganzen Debatten rund um sogenannten Dschihadismus. Ich würde es präziser formulieren, religiös begründete Radikalisierung. Hier haben wir jetzt ganz klar ein Fordern nach mehr Kontrolle, mehr Sicherheit. Und auf der anderen Seite immer noch die Position, dass der Staat nicht da ist. Wie viele Imame gibt es in der Stadt Basel und wie sind die angestellt? Die sind alle mit einer Ausnahme von ihren Vereinen angestellt. Das sind sogenannte Freizeitimame oder Laienimame. Die gehen einer anderen Arbeit nach. Wir haben wenige, die wirklich als Imam hier arbeiten und angestellt sind. Und mit denen hat Kanton Basel-Stadt eine Integrationsvereinbarung abgeschlossen. Das ist einerseits der türkische Imam, der türkische Staatsimam, der wird auch zahlt von der Türkei, also das ist einer in Basel. Und hat seine Ausbildung auch in der Türkei gemacht? Ja, richtig. Und dann haben wir den bosnischen Imam. Und der hat die Ausbildung in Bosnien gemacht? Ja. Und jetzt die Forderung, dass Integrationsvereinbarung, das heisst, dass sie Deutsch auf Niveau B1 können, dass sie eben eine qualifizierte Ausbildung haben. Und da ist selbstverständlich Zukunftsmusik, die Vorstellung, der Wunsch an die Zukunft ist, dass sie hier Imamausbildungen machen können. Für mich ein ganz wertvoller Zwischenschritt ist, dass all die Imame, aber auch Präsidenten, Jugendliche, die sich engagieren, Frauenverantwortliche, dass die zumindest Weiterbildungen machen können. Im Basler Entwicklungsgebiet des Dreispitzareals sind mehrere Gebetshäuser angesiedelt. Hier gibt es noch Platz für Ritualräume. Muslime, aber auch Hindus und christliche Migrationsgruppen verändern die Städte und Agglomerationen. Noch ist nicht ausgehandelt, welchen Platz diese Gemeinschaften in der Schweiz haben sollen. Das zeigt auch der Streit um die Ausbildung von Imamen. Herr Schmid, inwiefern kann das Zentrum zur Integration des Islams als Ganzes in der Gesellschaft beitragen? Es gibt viele Orte und Institutionen, wo das Zusammenleben mit Muslimen eigentlich jetzt schon gut gelingt. Es ist auch unsere Aufgabe, solche gelingenden Beispiele sichtbar zu machen und dort auch zu helfen, wo es einfach viele Fragen gibt. Das ist zum Beispiel in Gefängnissen der Fall oder es ist in Spitälern der Fall. Es gibt Konflikte in Schulen, Bekleidungsvorschriften, Speisevorschriften. Wie kann man damit umgehen, vor allem auch angesichts dessen, dass es eben nicht den Islam gibt, sondern eine ganze Vielfalt von Auslegungen und die Menschen doch zusammenleben müssen. Zum Abschluss lädt mich Izeta Saric ein, in der bosnischen Moschee ihren Religionsunterricht für die Kleinen zu besuchen. Postiti Mjesec Ramazan. Also, wir haben, was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, wir tun fasten. Aber nur die Grossen, gell? Die Kleinen müssen noch lernen. Ist gut. Wir tun ein bisschen schön anhocken, Halima. Okay. Drei, Cedri, Sad. Elifata Sajim Hacho. Wer Integration verlangt, kommt an den Moscheen nicht vorbei. Das Thema ist sehr sensibel, weil es an der prekären Schnittstelle zwischen Staat und Religion liegt. Und weil der Religionsfriede ebenso wichtig ist wie die Religionsfreiheit. Es geht um mehr als um die Ausbildung von Imamen. Die Moscheen brauchen gut geschulte und mit der Schweiz vertraute Betreuungspersonen. Denn hier wachsen die Muslime von morgen heran. Das ist doch besser. Das ist aber wahrscheinlich ist die Frage, aber hey.